Hey, mein Name ist Perry Ghaffari. Ich freue mich, dass du jetzt eingeschaltet hast, denn du bist vermutlich einer, der eine große Vision hat. Du bist vermutlich einer, der etwas Bestimmtes erreichen will in deinem Leben. Und ich kriege die Frage immer wieder gestellt, Perry, denkst du, ich kann noch Profi werden? Denkst du, ich bin noch in der Lage dazu, wirklich Profi-Fußballspieler zu werden? Und das ist eine absolut berechtigte Frage, weil wir eben wissen davon, dass der Prozentteil an Spielern, die von der Jugend aus eben bis zur U19, bis zur zweiten Mannschaft, U21, U23, wie auch immer, am Kämpfen sind, dass wirklich ein Bruchteil der Spieler wirklich dann noch das Ganze schafft. Ich erinnere mich noch, dass ich damals in einer Mannschaft war, wo am Ende des Tages zwei oder drei waren wir, glaube ich, die es dann wirklich geschafft haben, langfristig ihr Hobby auch wirklich zum Beruf zu machen. Und deswegen ist es eine berechtigte Frage. Und diese Fragestellung, darauf gibt es auch eine ganz klare Antwort. Okay? Hierbei geht es nicht darum, ob dir jemand prophezeien kann, was in 5 Jahren ist, wo du dann sein wirst. Weil besonders auch Spieler, die noch nicht im Profibereich waren, sondern 19, 20, 21 waren und 22, 23 sind und sich die Frage stellen, macht das Ganze noch Sinn, kann ich das Ganze noch schaffen? Lass mich dir an dieser Stelle eine Sache sagen, und zwar, ob du am Ende des Tages Profi werden kannst, ist die falsche Fragestellung. Die eigentliche Frage, die du dir stellen solltest, ist, bist du bereit, den Preis zu zahlen, der zu zahlen ist, sodass du die Chance hast, Profi zu werden? Weil, ich sage es immer wieder, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Chance trifft. Das bedeutet, dass die Chance, die kannst du nicht beeinflussen. Du weißt nicht, wann gegebenenfalls der eine Verein dich sieht, der eine Scout da ist oder der eine Trainer auf dich steht und dich reinpusht und auf dich baut und der Kontakt entsteht oder was auch immer. Du weißt nie, wann die Chance entsteht. Das hat so viele Parameter. Aber das, was du beeinflussen kannst, ist die Vorbereitung. Das heißt, dich vorher bereit zu machen dafür, dass, wenn die Chance kommt, du ganz einfach da bist. Deswegen auf die Frage, kann ich eigentlich noch Profi werden, gibt es eine Antwort. Und zwar die Frage, die sich stellt, bist du bereit, den Preis zu zahlen und alles dafür zu tun, damit die Chance überhaupt besteht, dass du eben den Sprung noch schaffen kannst? Bist du bereit dafür, die Zeit zu investieren, das mehr Zeit zu investieren? Bist du bereit dafür, die Energie zu investieren? Bist du bereit dafür, das Geld zu investieren? Bist du bereit dafür, die Aufmerksamkeit und den Fokus zu investieren, um das Ganze zu schaffen? Das ist die entscheidende Frage. Und dann sage ich dir eine Sache, egal wie alt du bist, es ist auf keinen Fall auszuschließen, dass du es noch schaffen kannst. Aber deine Vision ist das Entscheidende. Und deine Perspektive ist das Entscheidende, wie du eben deine Perspektive veränderst und sagst, ey, ich habe wirklich vor Augen, dass ich das Ganze machen möchte und dass ich das Ganze auch schaffen möchte. Und dann bist du in der Lage, da wirklich auch alles dafür zu tun, um es überhaupt hinzukriegen. Weil wenn du sagst von vornherein, ey, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffen kann, oder der Fakt, dass du die Frage stellst, zeigt dir schon, dass du Zweifel hast. Sonst würdest du die Frage gar nicht stellen. Das heißt, die Frage, wenn du unterbewusst im Kopf hast, oh, schaffe ich es noch, kann ich es schaffen, dann bist du schon gar nicht mehr bei deinen 100%. Deswegen, das, was du machen solltest, ist, diese Fragestellung zu löschen und die Vision klar vor Augen zu haben, zu sagen, ey, ich ziehe die Sachen durch und dann bin ich in der Lage, natürlich auch an meine 100% zu kommen und gegebenenfalls auch den Sprung zu schaffen. Und dafür eben ist es so wichtig, dass du mental auf einem gewissen Niveau bist. Und deswegen sage ich ganz klar, ey, ich möchte 1000 Fußballspieler im deutschsprachigen Raum dahin bringen, dass sie eben mental auf dem Niveau sind, um eben das Ganze zu schaffen. Und wenn du einer von denen bist, die das Ganze packen möchten, dann melde dich einfach bei mir, schreib mir einfach eine Nachricht unter perryghaffari.de, www.perryghaffari.de, da lass mir eine Nachricht und dann gehen wir das Ganze an. Champ, vergiss niemals diese eine Sache, in dem, was du tust, gib 100%. Wenn das Video gefallen hat, dann hinterlass bitte ein Abo und gleichzeitig auch ein Like für dieses Video. Champ, gib Gas und 100%.